Wie sind die eigentlich auf dich gekommen? Also jetzt wegen der Kochshow. Durch meinen Agenten. Du hast einen Agenten? Ja. Du nicht? Ich, klar. Wer hat den nicht? Du hast ihn nicht. Ich hab das Fotzensekretariat. Fotzensekretariat. Heißt das denn wirklich so? Ja, das ist mein Management. Das heißt ausdrücklich? Wie? Das Fotzensekretariat. Wie kommst du da drauf? Was ist das? Also ich glaube, er ist halt verklemmt wie viele Menschen. Und wenn da irgendwie mal ein sexualisierter Witz kommt oder irgendwas von mir, das in Richtung Sex geht, dann ist er so ein bisschen, oh ja, oh nein. Okay, und oftmals lacht er doch darüber. Lady Ray, ja, hat diverse Probleme, ja, auch wenn sie vielleicht eine eigene Agentur hat, ja, und selbstständig ist. Diese angeblichen Ausdrücke, ja, die so einen Wortschatz beinhalten, ja, gassensprachliche Äußerung, ja, die gehen mir auf den Nerv. Weniger Blasen. Hier ist das Ganze gebläse. Siehst du, ich mach das. Ja, weniger Blasen. Finde ich auch. Gar nicht Blasen. Du stehst nicht auf Blasen? Nee, eher auf Cunnilingus-Kerosin. Ja? Und ich blase nicht, wenn nicht jemand mich bedient. Gleichberechtigung. Gleichberechtigung? Ja. Ist das nicht im Allgemeinen ein bisschen abstoßend? Wenn ich finde Fotze das ekelhafteste Wort, das es gibt. Eben. Abstoßend. Finde ich. Es ist also richtig so, wenn jemand beleidigt, so du Fotze, das ist wirklich das ekligste, was du zu einem Menschen sagen kannst. Ich finde es wahnsinnig anstrengend, wirklich. Das Interessante daran ist, dass sie eine hochintelligente Frau ist und es eigentlich überhaupt nicht notwendig hat. Ich finde, das hat mit Emanzipation nichts zu tun. Es ist eine reine Form von Provokation. Ich habe kein Problem, über mein Geschlechtsteil zu reden. So, yo, Bitch. Das hat sie eigentlich, finde ich, überhaupt nicht nötig. Oswald Kolle, der hat einen Film rausgebracht, nur mit Streichhölzern, ein Trickfilm. Fickerei mit Streichhölzern. Das waren die Personen gewesen und alles mit Streichhölzern. So. Fickerei mit Streichhölzern. Ich trinke erst mal einen Schluck, warte. Manuel, dargestellt, so. Für mich ist das asozial.